Franz Eder ist Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Terror. Was ist Terrorismus? Vor welche Bedrohung stehen wir? Und wie gehen Staaten damit um? Das sind Fragen, mit denen er sich beschäftigt. Also bei mir geht es, wie gesagt, wirklich darum zu fragen, wie können wir uns in einer westlich-liberalen Gesellschaft gegen diese Bedrohung, die eine ganz außergewöhnliche Bedrohung ist, wehren vor dem Hintergrund, dass wir natürlich gewisse Beschränkungen auferlegt haben, nämlich Beschränkungen, die die Demokratie eben mit sich bringt. Das sind Bürgerrechte, Freiheitsrechte und wir eben sozusagen in Demokratien zum Glück nicht das tun können, was autokratische Staaten oder Diktaturen tun können, die keine Rücksicht auf ihre Bevölkerung nehmen. Ziel seiner Arbeit ist es zu zeigen, wie sich politisches Handeln in Bezug auf die Terrorbedrohung verändert, wie neue Gesetze entstehen. Dazu schaut er sich an, wie einzelne Akteure an einem Diskussionsprozess beteiligt sind und wie sie ihre Ziele erreichen wollen. Man muss sich eben vorstellen, dass hinter jedem Politiker und hinter jeder Politikerin Akteure stehen, die gewisse Interessen haben. Das mag das Interesse der Wiederwahl sein, das mag spezielle ideologische Vorstellungen sein, wie das politische System verfasst sein soll, wie man mit diesen Gefahren umgeht. Das heißt, man versucht nicht unbedingt das, was wirklich effektiv ist im Sinne von, man weiß es aus der Vergangenheit, das und das funktioniert, deswegen machen wir es, sondern es sind eher Vorschläge, von denen man zwar selber überzeugt ist, aber wo die Effektivität nicht zwangsläufig gegeben sein muss. Für die Forschung im Bereich Terrorismus und Sicherheit braucht Eder Informationen, die nicht leicht verfügbar sind. Quellen, die er nutzen kann und muss, sind Medienberichte, wie etwa Zeitungsartikel vertrauenswürdiger Journalisten, aber auch Publikationen anderer Wissenschaftler. Das ist ein Teil der Arbeit, wo wir einfach versuchen, aber ich versuche, über die öffentlich verfügbaren Informationen, nämlich den politischen Diskurs, Rückschlüsse zu ziehen darauf, wie der Kampf gegen den Terrorismus, wie er auch oft genannt wird, überhaupt funktioniert. Dieses Vorgehen basiert auf einem gewissen Verständnis, nämlich dem Verständnis, dass Politik etwas ist, das mit Sprache zu tun hat. Wenn ich die Sprache analysiere und eben den Diskurs eigentlich genauer, um genauer zu sein, kann ich eben zeigen, wer sich welcher Mittel bedient, um Mehrheiten zu finden, welche Akteure gehören zusammen und ich kann damit eben diese Mehrheitsbildungsprozesse herausfiltern. Der Politikwissenschaftler beschäftigt sich auch mit dem Sammeln von Daten durch den Staat. Auch in Österreich ist politisch die Vorratsdatenspeicherung gefordert worden. Eder untersucht diesen politischen Prozess im Zusammenhang mit der Terrorbedrohung. Wenn man sich aber das wirklich ansieht, wie oft wird denn Vorratsdatenspeicherung zur Bekämpfung des Terrorismus angewendet, dann sieht man in Österreich bisher noch nie. Und auch in anderen Staaten ist Vorratsdatenspeicherung nicht unbedingt das Mittel, das hilft, Terrorismus zu bekämpfen. Die Frage ist deshalb, warum wollen dann Vertreter unterschiedlichster politischer Parteien Vorratsdatenspeicherung einführen, beziehungsweise was sind die Argumente jener, die eben sagen, nein, wir brauchen das nicht. Und diesen Diskurs kann man sehr, sehr schön nachzeichnen, weil er einfach sieht, es gibt hier eine Trennung zwischen Regierungsparteien und Opposition. Regierungsparteien, die einerseits aus ideologischen Überzeugungen, ÖVP zum Beispiel, der Meinung ist, wir brauchen so etwas, weil so etwas ist eben wichtig, weil Sicherheit der Bürger und die Bürgerinnen wollen Sicherheit und wir müssen dafür ein gewisses Maß an Freiheit aufgeben. Andere wiederum fühlen sich getrieben, das mag auch die SPÖ sein, von Forderungen, die vielleicht von Seiten der FPÖ kommen, man sei zu schwach im Kampf gegen den Terrorismus, man muss mehr tun dagegen. Und, das gilt für beide Regierungsparteien, man will sich immunisieren. Man will, sollte es wirklich einmal zu einem Anschlag kommen, der Bevölkerung sagen können, wir haben das Maximale getan. Die Opposition wie Grüne, Neos oder auch Teile der FPÖ seien aus ideologischer Überzeugung gegen die Vorratsdatenspeicherung. Sie diene nicht der Terrorismusbekämpfung und verletze die Privatsphäre. Die Diskussionen würden laut Eder auch in den verschiedenen Medien unterschiedlich geführt. Man sieht es in den Qualitätsmedien wie Presse und Standard, die eher skeptisch sind, die aus einem bürgerlich-liberalen Lager kommen und sehr, sehr skeptisch sind. Und wir sehen es bei Österreich oder der Kronenzeitung, jenen Zeitungen, die eben ganz stark für die Vorratsdatenspeicherung auch argumentieren und das ganz stark verbinden mit Themen wie eben Terrorismus und Migration, Islam zum Beispiel. Insgesamt seien laut Eder die Bürger aufgrund der Terrorbedrohung mehr und mehr dazu bereit, Daten von sich preiszugeben. Das Speichern und das Zugreifen auf Verbindungsdaten ohne richterlichen Beschluss sei aber fragwürdig, der Eingriff in die Privatsphäre zu groß.
Es geht ja nicht unbedingt um Straftaten, es geht um Fragen, es geht um finanzielle Fragen, es geht um Fragen der sexuellen Orientierung, es geht um Fragen der politischen Orientierung. Das sind alles Dinge, die einen Staat nichts angehen und ein Staat hat ja nicht reinzuschnüffeln. Und indem wir diese Hemmschwelle immer weiter sinken, landen wir irgendwann bei einem Punkt, und ich befürchte, wir haben den schon erreicht, wo der Staat mittlerweile in der Lage ist, eigentlich alles über unser Leben zu wissen. Wann telefonieren wir mit wem, wie lang? Über welche Kanäle kommunizieren wir? Und der Schritt dann, auch die Inhalte dieser Kommunikation zu analysieren, ist nur ein kleiner. Mit geringem Aufwand könne auch der Staat seine Bürger zum Beispiel über soziale Medien ausforschen und viel über ihr Privatleben erfahren, meint Eder. Die demokratischen Errungenschaften seien in Gefahr.